Hallo, mein lieber Steinbock, und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu dem Reading für Liebe und Partnerschaft. Ich habe einfach überlegt oder habe diesen Impuls gehabt, ganz stark jetzt nach der Sonnenfinsternis, die ja am 15. Oktober stattgefunden hat, hat ja die Partnerschaft noch einmal ordentlich herausgefordert. Und ich habe gedacht, ich lege mal jetzt auf die Partnerschaften bis Ende 23, vielleicht auch Anfang Januar. Ich möchte es nicht ganz festmachen. Bitte fühle in dich hinein. Ich lege hier einmal für dich auf der rechten Seite, wenn du als Dame zuschaust, und für dein Gegenüber auf der linken Seite, ja, für die Herren meistens in gleichgeschlechtlichen Verbindungen. Bitte switch das so für euch um, wie es passend ist, und werde jeweils drei Karten herausmischen, das Ganze nochmal klären mit dem Lenormand-Kartendeck und werde eine kurze Botschaft erfragen von der geistigen Führung, wie das Ganze zum Jahreswechsel für euch stattfinden wird oder was ich dort zeigen möchte. Bitte mach es nicht passend, sollte es jetzt gar nicht stimmig sein für dich, dann switch einfach auf den Aszendenten, das Mond- oder auch das Venuszeichen um. Und jetzt, ja, es bleibt spannend auf jeden Fall. Schauen wir mal für den Steinbock, bitte, bis Ende des Jahres für dich und dein Herzensmenschen, dein Gegenüber. Vielleicht schaust du hier aber auch für ein Familienmitglied oder eine gute Freundschaft. Vielleicht sind das jetzt gerade irgendeine Verbindung, die für dich im Vordergrund steht. Schauen wir mal. Ich weiß, die meisten schauen natürlich für die Liebe. Für den Steinbock bitte. Liebe und Partnerschaft hier. Das tun wir erstmal auf die Seite. Schauen wir mal bei deinem Gegenüber die sechs Münzen und bei dir das Ass der Münzen. Ich lege erst die Karten aus und komme dann zur Deutung. Das Rad des Schicksals auf Herzebene, und bei dir habe ich die neun der Stäbe, die neun Kelche, okay. Bei dir und bei dir habe ich die sieben Kelche. Die untere Seite ist so ein bisschen die verbindende Energie. Ja, das gilt also für euch beide sozusagen. Und hier habe ich die Hohepriesterin. Die Hohepriesterin, die Intuition, die Feinfühlige, die Sensitive, ja, die folgt ihrem Bauchgefühl. Es könnte jetzt einmal sein, dass hier in dieser Verbindung vielleicht auch Geheimnisse vorherrschend sind. Das habe ich jetzt einfach als Impuls reinbekommen, ja, dass hier vielleicht auch Dinge so ein bisschen im Verborgenen gehalten werden, denn das ist die Beschützerin, die Behüterin von Geheimnissen. Es könnte allerdings auch vielleicht etwas wenig Kommunikation stattfinden. Ja, alles Impulse, die ich jetzt so reinbekomme. Die Hohepriesterin ist aber, wie gesagt, auch sehr verknüpft mit der Herzstimme. Ja, die Herzstimme, die Intuition, das Bauchgefühl. Es könnte sein, dass ihr beide entweder verknüpft seid oder verknüpft seid über eine dritte Person, oder dass ihr beide auch sehr stark ausgerichtet seid auf die innere Stimme, auf die Intuition vertraut. Ich habe jetzt hier bei deinem Gegenüber die sechs Münzen. Die sechs Münzen, ja, das ist so ein Ungleichgewicht. Ja, man setzt sich vielleicht mit einem Ungleichgewicht auseinander. Hier geht es um das Geben und Nehmen. Allerdings, du siehst, dieser reiche Herr hier, der verteilt die Münzen hier an diese zwei Bettler. Und hier, glaube ich, geht es eher darum, vielleicht versucht hier dann gegenüber auch die Balance reinzubringen in einer Angelegenheit, was das Geben und Nehmen angeht. Vielleicht eine emotionale Angelegenheit, wenn du hier für eine Liebespartnerschaft schaust. Vielleicht aber auch eine materielle Angelegenheit, womit man sich auseinandersetzt. Vielleicht die Münzen per se, ja, mit denen man sich auseinandersetzt, wo hier die Balance reinkommen möchte. Aber man fühlt sich vielleicht so ein bisschen mit Brotkrumeln ab, gespeist, ja, vielleicht ungerecht behandelt, oder man wird sich bewusst, dass hier vielleicht auch sehr viel erhalten wurde. Vielleicht bist du jemand, der sehr viel gegeben hat, und es könnte ihm jetzt hier bewusst werden, dass er vielleicht auch gar nicht in der Lage war, dementsprechend zu geben. Ja, das kann sowie als auch sein. Jetzt schaue ich mal hier. Ja, jetzt habe ich hier das Gift, und das Gift, ja, das sind Situationen, Dinge, die sehr ungesund wirken hier auf das Feld, vor allen Dingen in Partnerschaften, toxische Dinge, die ja, nicht sehr schön sind. Und jetzt habe ich hier die Uhr, und die Uhr steht dafür, dass sich vielleicht auch damit auseinandersetzt, dass jetzt hier auch der richtige Zeitpunkt für eine Angelegenheit gekommen ist. Ja, die Uhr, wie gesagt, es ist kurz vor 12 sozusagen, also man sollte jetzt hier aktiv werden. Vielleicht möchte man, wie gesagt, auch Dinge, die ungesund oder auch toxisch gewirkt haben, aufgrund eines
einer Inbalance, ja, etwas, was nicht ausbalanciert ist, zwischen euch beiden vielleicht auch, ja, man wird sich bewusst, dass es jetzt Zeit wird dafür, ja, und vertraut vielleicht ja ein bisschen auf das Bauchgefühl. Womit setzt du dich auseinander? Ja, mit dieser großen goldenen Münze, sehr schön, das ist das Ass der Münzen und hier geht es um sehr viel Stabilität. Eine Chance, langfristig in die Stabilität zu gehen, vor allen Dingen. Ja, also hier könnte es sein, dass du vielleicht auch eine Chance erhältst jetzt für langfristige Stabilität, aber dich auch in deinem Selbstwert zu stabilisieren. Sollte hier dein Gegenüber vielleicht jemand sein, der nicht bereit ist, entsprechend zu geben, dass es für dich wichtig wird, dich für dich selbst zu stabilisieren. Ja, ganz, ganz wichtig, eine Selbstwertenergie hier auch, weil du hast ja hier auch die 9 Stäbe auf Herzebene. Jetzt schaue ich mal. Also, stabilisieren, mein lieber Steinbock. Meine Steinbock-Damen hier vor allen Dingen. Ja, und jetzt hier zeigen sich die Mäuse. Und die Mäuse, die sprechen immer von Verlusten, von Ängsten, die wirken. Vielleicht hast du auch ja auch Angst, an Stabilität zu verlieren. Oder vielleicht hast du auch Angst, dass hier eine Chance in den Verlust geht eventuell. Hier nagt etwas an dir und du setzt dich damit auseinander. Vielleicht die Langfristigkeit, weil hier unausgewogene Situationen sind, die sehr ungesund wirken. Und das könnte bei dir natürlich auch nochmal Ängste hervorrufen. Was arbeitet hier auf Herzebene bei deinem Gegenüber? Das ist das Rad des Schicksals. Sehr schön, denn das Rad des Schicksals, das bringt schicksalhafte und tiefgreifende Veränderungen mit sich. Und hier könnte es auch darum gehen, dass es wichtig wird für dein Gegenüber, weil der hatte ja vorhin hier auch die Uhr, dass er jetzt aktiv auch darauf zugreifen kann, ja, um diese schicksalhafte Wende vielleicht auch zu bewirken. Ja, die Dinge so ein bisschen in die Hand nimmt und aktiv wird, um hier einen Wandel zu bewirken. Ich meine, das Schicksalsrad, das dreht sich sowieso immer weiter, aber wir entscheiden natürlich auch, in welche Richtung. Ja, also wenn, manchmal bleibt das auch stecken, ja, wenn man sich hier beschäftigt, wie gesagt, mit ungesunden Energien, Dinge, die ja toxisch wirken oder ein Ungleichgewicht vorherrschend ist, dann kann das durchaus sein, dass das Rad des Schicksals auch schon mal stecken bleibt, ja, dass sich das verzögert, dann sozusagen in den Wandel zu gehen. Jetzt schaue ich mal hier die Herzebene. Die Entscheidung, okay, es wird wichtig natürlich eine Entscheidung zu treffen, eine Entscheidung, die hier getroffen werden sollte, die Dinge vielleicht auch ans Licht zu bringen, aktiv zu werden, das ist die männliche Kraft, die Sonnenenergie und positive Entscheidungen zu treffen, um dem Schicksalsrad, wie gesagt, die Wende zu erlauben dann auch, ja, das arbeitet hier auf Herzebene. Bei dir, du bist ein bisschen angeschlagen hier, bei dir arbeitet sehr viel die Vergangenheit, die 9 Stäbe stehen für den verwundeten Krieger, hier schaust du eventuell auch nochmal zurück auf vergangene Zeiten und ja, vielleicht hast du auch das Bedürfnis, so ein bisschen in die Abgrenzung zu gehen oder auf Schutzfunktion zu sein, ja, dass du versuchst, dich so ein bisschen ja zu schützen, auch aufgrund der Erlebnisse in der Vergangenheit. Aber hier findet auch Reflexion statt. Also hier setzt man sich nochmal auseinander mit den Dingen, wie gesagt, die in der Vergangenheit geschehen sind, die vielleicht auch nochmal für diese Ängste sorgen, hier mit den Mäusen, die Verlustängste eventuell, die hier auch nochmal wirken. Jetzt schaue ich mal. Ja, die Sehnsucht. Die Sehnsucht, glaube ich, nagt auch ein klein wenig an dir. Du möchtest deine Lebensreise fortsetzen, möchtest vielleicht hier auch in die Stabilität, aber irgendwie, ja, schwankt das, glaube ich, hier so ein bisschen. Und es geht sehr, sehr langsam voran. Ja, du hast das Schiff für die Sehnsucht, die Lebensreise. Ja, auch nochmal, wie gesagt, Rückblick eventuell in Vergangenheitsthematiken, wo du auch einiges an Federn gelassen hast, wo Müdigkeit vielleicht auch nochmal reinkommen könnte, weil die Dinge sehr langsam vor sich gehen. Ja, also hier ist auch mit der Schnecke, die kommt natürlich immer ans Ziel, aber da muss man geduldig sein. Und ja, Geduld könnte für dich natürlich auch nochmal ein Stichwort sein. Ja, was zeigt sich hier im weiteren Verlauf? Das sind die 9 Kelche. Und die 9 Kelche sind in der hohen Schwingungsfrequenz die Wunscherfüllung. Ja, also hier hat man sich die Kelche gefüllt, ist sehr selbstgenügsam, sehr zufrieden mit dem, was man hat, mit den 9 Kelchen. Kann allerdings auch manchmal eine Energie anzeigen, wo man vielleicht mit den Umständen oder mit der aktuellen Situation in die Akzeptanz geht. Aber ich glaube, dadurch, dass sich hier auf Herzebene bei deinem Gegenüber hier so das Schicksalsrad gezeigt hat, könnte es natürlich auch sein, dass hier dann eine Entscheidung getroffen wird, ja, von deinem Gegenüber und hier im weiteren Verlauf sehr viel Fülle reinkommen kann.
die Wunscherfüllung. Also ich glaube auch, dass du auch eine gewisse Wunscherfüllung für dein Gegenüber darstellst, weil auf Herzebene sieht das natürlich auch sehr schön aus. Ja, wunderschön. Hier ist das Liebespaar. Ja, hier hält man sich fest in den Händen. Hier kommen auf jeden Fall erleuchtende Momente rein, vielleicht Erkenntnisse, die reinkommen. Hier geht einem das Herz auf. Hier ist Fülle am Werk, ja, bei deinem Gegenüber. Also hier ist man in Liebe zu seinem Gegenüber und mit der Laterne, wie gesagt, Erkenntnisse, die reinkommen, Erleuchtungen der Liebe höre ich jetzt hier auch. Ja, sehr schön. Bei dir habe ich die 7 Kelche. Die 7 Kelche sind so ein bisschen Verwirrung. Ist auch manchmal die Illusionskarte. Hier wird es wichtig, dass du ein bisschen ausreinigst, glaube ich, ja. Auch hier mit diesen neuen Stäbe-Energien die Vergangenheit ausreinigst. Schau mal genau, was kannst du in deinem Leben gebrauchen und was nicht. Diese 7 Kelche sind nämlich mit unterschiedlichen Dingen gefüllt und die sind nicht immer alle schön. Hier sagt man manchmal auch so ein bisschen mehr Schein als Sein. Ja, vielleicht bist du auch dazu geneigt, nach außen ein bisschen was anderes zu zeigen, als eigentlich ist, ja. Jetzt schaue ich hier auch nochmal zu den 7 Kelchen. Ja, die Eule. Und die Eule, hier ist ein bisschen Unruhe, ein bisschen Getratsche, ein bisschen... Vielleicht empfängst du hier auch sehr viele Botschaften, die zur Verwirrung beitragen könnten. Das bekomme ich jetzt hier auch nochmal rein. Ja, also führe Gespräche. Ich glaube, klärende Gespräche könnten hier wichtig sein. Wie gesagt, es könnte hier auch um weniger Kommunikation gehen. Ja, leidenschaftlich neu durchstarten. Eine sexuelle Energie auch, die sich hier zeigt, ja, für Partnerschaften. Und ein bisschen die Unruhe rausbringen. Ich glaube, dein Gegenüber ist hier ja, wesentlich mehr in dieser Herzkraft, ja, auch mit diesem Pärchen, was sich hier zeigt, ja. Hier muss natürlich eine Entscheidung gefällt werden bei deinem Gegenüber, aber ich glaube, bei dir könnte noch so ein bisschen Verwirrung vorherrschend sein. Ja, und jetzt habe ich hier nochmal die Uhr. Also hier ist der richtige Zeitpunkt für eine Angelegenheit. Ja, was auch immer, was für ein Weg sich hier für dich abzeichnet. Arbeite nochmal, wie gesagt, mit der Vergangenheit, auch wenn die Dinge hier langsam vor sich gehen. Vielleicht auch mit deinen Ängsten. Und bringe Ruhe rein. Bringe Ruhe rein. Und vor allen Dingen Ausgewogenheit, ja. Also wie gesagt, es kann so wie als auch sein, wenn hier irgendeine Situation unausgewogen ist, dann bleibt einer immer auf der Strecke. Also immer das Geben und Nehmen in die Balance bringen oder in der Balance halten, ja, ganz wichtig. Und dafür, wie gesagt, ist jetzt hier auch der richtige Zeitpunkt. Und jetzt schauen wir mal, wie entwickelt sich das Ganze denn zur Jahreswende? Ja, wie verlässt du das Jahr 23 mit deinem Gegenüber oder auch ohne dein Gegenüber? Schauen wir mal, ob das Potenzial hier schon sich sehr positiv abzeichnet. Was zeigt sich hier bei dir und deinem Gegenüber zum Jahreswechsel? Ja, der Page der Stäbe und nochmal das Rad des Schicksals. Mein Gott, und jetzt habe ich hier tatsächlich schon wieder den Stern. Der hat sich jetzt bei ganz vielen Legungen hier auf der Unterseite des Decks gezeigt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ja, Silvesterstimmung eventuell habe ich jetzt hier auch reinbekommen. Das Rad des Schicksals zum zweiten Mal. Schicksalhafte Wendungen stehen hier bei dir an. Mein lieber Steinbock, das freut mich. Wie gesagt, das Glücksrad. Und hier ist sehr viel Mut. Vielleicht auch Dinge, die man sich neu aneignen möchte mit dem Pagen der Stäbe. Es könnte auch eine Situation eventuell mit einem Kind sein, die vielleicht bis Ende des Jahres präsent ist, die nochmal an Bedeutung gewinnt. Aber grundsätzlich glaube ich, ja, traut man sich hier auf das Neue zuzusteuern. Man ist mutig, man ist in Leichtigkeit, im Frohsinn und läutet ja, wie gesagt, ja, die Veränderung ein bis zum Jahreswechsel. Und hier auch mit dem Stern geht es um die Wunscherfüllung. Also hier ist man in der Authentizität, in der Klarheit und ja, Wünsche erfüllen sich bis Ende des Jahres. Das ist eine sehr positive Ausrichtung, wie ich finde, hier zum Jahreswechsel. Also ich glaube, dass für dich wichtig wird, hier emotionale Klarheit auch reinzubringen, dass du dich hier fester verankerst in deinem Herzen, mit der Vergangenheit aufräumst, dich in deinem Selbstwert stabilisierst und vertraue hier bitte hier auch auf deine Intuition. Ja, ganz wichtig, damit dieser wunderschöne Abschluss dich natürlich auch finden kann, hier mit dem Stern in die Wunscherfüllung und vor allen Dingen Veränderungsprozesse mit dem Glücksrad.
Ja, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was mitgeben, mein lieber Steinbock. Ich drücke dich ganz fest. Ich freue mich natürlich übers Teilen, Liken, abonniere mich auch sehr gerne, aktiviere die Glocke oder vielleicht lässt du mir auch einen Kommentar da. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Und ja, so komme ich natürlich auch ein klein wenig weiter hier. Ja, alles Liebe und einen guten Jahreswechsel, gutes Jahresende vor allen Dingen und toi, toi, toi für dich, deine Sultana.